will klar ein paar Bemerkungen machen zu den vielen freundlichen, freundschaftlichen, netten Äußerungen. Das ist so eine eigene Erfahrung, die ja einige teilen, wie ich gelernt habe, 60 zu werden. Ja? Und darauf wird man dann ja angesprochen. Und das ist interessant, weil man das nicht so erwartet. Das ist so eine eigene Identitätszumutung. 60 ist irgendwie was anderes als das andere. Weil man gehört plötzlich zu einer Gruppe, von der man vorher nicht wusste, dass es sie gibt. Man wusste auch nicht, dass man vorher jünger war. Jetzt ist man irgendwie älter. Das ist so wie mit der Karriere. Bis 45 ist man Nachwuchs und ab 45 ist man zu alt. Ja? Und so geschieht es einem mit dem 60 dann irgendwie auch. Also die Charakterisierung durch Heinz, der sich entschuldigt und nicht mehr hier sein kann, dass ich Netzwerkwissenschaftler sei, ich weiß nicht, ob das stimmt. Was real stimmt ist, Rainer hat darunter so oft gelitten, ich telefoniere gern. Und Gotenland liegt, ja. Also das ist irgendwie, das hat dann einfach diese Wirkung. Ja, und es ist gar keine Identität, aber auch eine, die dann so dazukommt. Und Bob hat etwas gemacht, von dem ich nicht dachte, dass es möglich sei. Ich habe nach meiner eigenen Selbsteinschätzung und Erinnerung die wesentliche Zeit zwischen 11 und 19 im Freischwimmbad verbracht. Auf der Wiese, ja, und im Wasser, vor allen Dingen im Wasser, trainierend und irgendwie rumhängend, ja. Ich dachte immer, das sei ein Gegensatz zur kritischen Theorie. Und ich habe das auch ganz ernst genommen als Horkheimer, also habe ich spät gelernt, als ich dieses Buch geschrieben habe, als Horkheimer dann an seine Studierenden als Präsidirektor der Frankfurter Universität gesagt hat, sie sollten nicht so viel in der Sonne liegen und Radio hören, genau das habe ich gemacht, sondern sollten sich im AStA engagieren, also partizipieren, demokratisch tätig sein. Auch das habe ich gemacht. Und das war so ein Gegensatz, schien mir. Aber Bob hat es ganz zwanglos jetzt zusammengeführt. Also Alex als Wasserdrache, hätte ich so nicht gedacht. Und naja, jedenfalls und von Birgit habe ich sowieso viel gelernt und dann habe ich den Eindruck, dass es meine Gedanken geschliffen hat und dann werden wir noch weiter darüber rangeln, wie das dann im wechselseitigen Verhältnis ist. Das ist nicht abgesprochen, aber man sieht, das ist irgendwie, ich meine, wir sind ja auch alle lange befreundet, das ist eine Kooperation, es ist sowieso eine Kooperation, auch mit euch. Es ist nicht abgesprochen, das, was ich mache, aber wen wundert's, berührt eigentlich sehr ähnliche Fragen und obwohl ich ganz andere Akzente setze, komme ich irgendwie zu ähnlichen Überlegungen. Also hat es ein bisschen eine Redundanz, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Weil aus meiner Sicht, wir haben das ja alle, die wir jetzt hier oben gestanden sind, auch in einer gewissen Weise angesprochen. Aus meiner Sicht, und ich weiß es von vielen, die im Raum sind, aus unserer Sicht ist die Situation ja durchaus dramatisch und verlangt auch eigentlich nach einer dramatischen Einschätzung ohne Dramatisierung, nüchtern. Also ich danke Bob für diese Beschreibung, undiszipliniert, diszipliniert. Das gilt auch für Dialektik. Irgendwie hat eine amerikanisch-spanische Freundin mir eine E-Mail zum Geburtstag geschrieben, da hat sie mich als saftig und nüchtern beschrieben, auch eine kuriose Dialektik, ja, also in diesem Sinne, ja, meint es dramatisch, aber nicht dramatisieren, merkwürdig. Also, was ich machen will, eigentlich wollte ich beginnen mit einer Art Diskursanalyse zur Demokratie, aber das ist viel zu kompliziert, aber das lenkt sozusagen den Gedanken und das wird dann gar nicht so vertieft. Ich will nämlich eigentlich deutlich machen, dass wenn wir heute über Demokratie sprechen, uns auf drei verschiedenen Realitätsebenen Demokratie bewegen, drei Diskursen, die auch korrelieren. Das ist die Ebene der gegenwärtigen
Bedrohung der Demokratie durch die Wirtschaftskrise und die Krise der Demokratie. Da ist zweitens die Ebene der Institution der Demokratie und der Kritik an ihren Defiziten. Vielleicht sogar die Kritik an ihrem Scheitern in den uns historisch bekannten Formen. Und da ist schließlich die Ebene der Demokratietheorie sowie der normativen Begründung. Das ist der Bereich, in dem ich mich durch alle meine Freunde im materialistischen Staatstheorielager immer ein bisschen alleine gelassen gefühlt habe. Aber macht nichts, muss man halt trotzdem machen, also Demokratietheorie. Das ist, kommt aber hier leider nur ganz kurz vor, auch um euch zu schonen gewissermaßen. Wir stehen aktuell unter dem Bann einer multiplen Krise, die durch mindestens drei große Krisendynamiken gekennzeichnet ist. Da ist zum Ersten die seit langem beobachtete Veränderung des Klimas, die sich allmählich dem Punkt nähert, von dem an von einer Unumkehrbarkeit gesprochen wird. Um eine entsprechende Wende herbeizuführen, das ist das, was uns hier in der Stiftung immer wieder beschäftigt, müsste der Energie- und Ressourcenverbrauch bis 2050 auf 10% gesenkt werden. Bei sonst gleichbleibenden Bedingungen und Nullwachstum müsste die Ressourcenproduktivität um das Zehnfache steigen, bei einem Wachstum von 1,5% um den Faktor 22. Am besten wäre eine Suffizienz- und Nachhaltigkeitsorientierung, die Null- oder gar Negativwachstum einschließt. Doch das geht, das ist offensichtlich, unter gegebenen Umständen wegen der Gewinne, der Beschäftigung, der Einkommen, der Nachfrage und der Steuereinnahmen nicht und macht eine grundlegende Veränderung der gesamten Lebensweise erforderlich. Ein solcher sozial-ökologischer, demokratischer Entwicklungspfad hat viele Fürsprecherinnen und schon seit langem, aber die Gravitationsgesetze der gesellschaftlichen Verhältnisse erschweren es seit Jahrzehnten, ihn zu wählen und zu gehen. Zweitens ist die 2007 ausgebrochene Wirtschafts- und Finanzkrise keineswegs zu Ende. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil wird sie sich weiter verschärfen. Für Vermögende war die Krise nur vereinzelt und kurzzeitig eine Bedrohung bislang. Die Vermögen sind 2011 um 2% auf 122 Billionen US-Dollar gestiegen. Die Zahl der Haushalte mit über 100 Millionen US-Dollar nahm ebenfalls um 2% zu auf 12.200 weltweit. In Deutschland sind das 807 Haushalte. Hier wuchs 2010 das private Geldvermögen um 149 Milliarden Euro auf insgesamt 4,7 Billionen Euro, also mitten in der Krise. Diese Steigerung konnten insbesondere einzelne Vermögensbesitzer nutzen. So vergrößerte der reichste Mann Deutschlands, Karl Albrecht, sein Vermögen von geschätzt 17,5 Milliarden Euro im Oktober 2008 auf 25,4 Milliarden im März 2012. Es gibt viele andere Beispiele. Für viele hat die Krise jedoch drastische wirtschaftliche Verluste mit sich gebracht. Menschen büßten Ersparnisse und Rentenansprüche ein. In den USA verloren ca. 1,5 Millionen Haushalte ihr Haus oder ihre Wohnung. Bei weiteren 4 bis 5 Millionen wird dies erwartet. Etwa 70% der Arbeitslosen in Deutschland hatten 2009 ein Einkommen unter der nationalen Armutsgrenze. Unter dem Druck vor allem der deutschen und französischen Regierung soll den Mitgliedstaaten der Eurozone eine strikte Sparpolitik mit dem Ziel der Haushaltssanierung verordnet werden. Die Maßnahmen sollen die Anleger beruhigen, die erwarten, dass die Schulden zu hohen Zinsen beglichen werden und die Euroanlagen wertbeständig bleiben. Doch gerade solche Austeritätsmaßnahmen tragen paradoxerweise zur Beunruhigung der Anleger bei, da sie die Rezession vertiefen und die Sanierung der Staatshaushalte erschweren. Der Fall Spanien, der Fall Griechenland, beide lassen das ja gut genug erkennen. In Spanien sind 1,7 Millionen Haushalte
in 1,7 Millionen Haushalten alle Mitglieder ohne Erwerbseinkommen. Die Anleger erwarten nun, dass mit den öffentlichen Einsparungen und dem Verlust von Arbeitsplätzen ein Einbruch bei der Nachfrage und ein hoher Ausfall bei der privaten Schuldentilgung zu erwarten ist. Aufgrund von Rezessionsängsten verloren einige Euro-Staaten bereits im Januar 2012 ihr hohes AAA-Rating. Spaniens Rating wurde trotz der rigiden Austeritätspolitik Ende April weiter herabgestuft. Die Lösung wird von vielen Politikern mittlerweile in einer neuen Wachstumspolitik gesehen. Für die einen steht der Fiskalpakt in einem gewissen Umfang zur Disposition, indem sie das Ziel der Haushaltssanierung zeitlich verschieben, so wie die Wirtschaft durch staatliche Nachfrage oder durch Infrastrukturinvestitionen stimulieren wollen. Andere, wie EZB-Präsident Draghi, vertreten die Ansicht, es sollten die Arbeitsmärkte weiter liberalisiert, der Binnenmarkt weiter dereguliert und die Rentenreform vorangetrieben werden. Solche Überlegungen nehmen weder das Problem der sozialen Polarisierung noch die Notwendigkeiten des sozialökologischen Umbaus in den Blick. Angesichts dieser Krisenentwicklung richten sich die Hoffnungen auf Demokratie. Denn mit Demokratie ist unter anderem gemeint, dass die Gesellschaft sich auf sich selbst bezieht und unter Beteiligung aller einen gemeinsamen Willen ausbildet, um das Gemeinwesen mittels kollektiv verbindlichen Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Aber kann die Demokratie dies in ihrer gegenwärtigen Gestalt leisten? Was nach dem Ausbruch der Finanzkrise im September 2008 von David Harvey als Finanzstaatsstreich bezeichnet wurde, hat seine Fortsetzung bei der Bewältigung der Staatsschulden- und Eurokrise auf EU-Ebene seit 2010 gefunden. In der FAZ wurde diese Art der politischen Krisenbewältigung unter der Überschrift »Wie viel Demokratie darf es noch sein?« ganz zutreffend beschrieben. Ich zitiere das. Auf europäischer Ebene verabschieden Ad-hoc-Gremien und undurchsichtige Institutionen, die morgen schon verschwunden sein können, Milliardensummen in Nachtsitzungen. In Italien und Griechenland amtieren zu diesem Zweck berufene Expertenkabinette mit fraglicher politischer Legitimität. Wahlen oder Referenden werden nirgends so gern gesehen, denn Demokratie braucht Zeit und die ist Geld und das ist nie genug. Zitat Ende. Das ist Governance. Ein Beispiel für Governance. Schon längst ist die Rede vom Staatsstreich nicht mehr auf die Linke beschränkt. So wurde in einer Sendung des Deutschlandfunks vom 20.04.2012 davon gesprochen, dass wir es als Ergebnis der Finanzkrise mit einem Terror der Finanzwelt gegen die Weltbevölkerung zu tun hätten. Es handele sich um einen ökonomischen Putsch. Die Akteure, zitiert wird ein Münchner Juraprofessor, die Akteure aus Wirtschaft und Finanzwelt benötigen keine Militärs, um ihre Politik durchzusetzen oder unliebsame bzw. ausgediente Politiker auszutauschen, wie Papandreou, Zapatero oder Berlusconi. Mit abgesprochenen, gezielten Spekulationsattacken auf ganze Volkswirtschaften und auf Währungen wie den Euro bringen sie heute Regierung zu Fall und hebeln die Demokratie aus. Schon längst hätten wir, so heißt es da weiter, es nicht mehr nur mit einer Krise der Demokratie zu tun, sondern mit ihrer Abschaffung. Die Troika drängte auf die Einrichtung von Notstandsregierungen, darauf, dass es wie in Spanien Vorrangregelungen für Gläubiger gibt, die festlegen, dass staatliche Einnahmen zuallererst für die Zinszahlung und Schuldentilgung zu verwenden seien und deswegen auch staatliche Leistung und öffentliche Beschäftigung eingeschränkt werden. Diese Praxis wurde auch als Fiskaldiktatur bezeichnet. Vielleicht kann angesichts dieser jüngeren und beinahe reibungslosen Entwicklung die These vertreten werden, dass die Politik nicht von der Wirtschaft und den Finanzmärkten getrieben wird. Sie leistet ja kaum Widerstand und sucht auch kaum Bündnisse gegen die Finanzmarktakteure,
sondern treibt ihrerseits die Dominanz der Finanzmarktindustrie voran und sichert sie. Ich komme zu dem zweiten Diskurs oder der zweiten Ebene. Das berührt jetzt auch Fragen, die Bob angesprochen hat mit der Kontinuität. Dies führt mich auf eine zweite Ebene, nämlich zu einem Diskurs, der die parlamentarische Demokratie seit langem begleitet. Warnung vor einer Krise der Demokratie, vor ihrem Verfall oder sogar vor einem autoritären demokratischen Staat gibt es seit langem. Ist es ein eigenes Diskursgenre mit seiner Empirie, seinen Begriffen, seinen Äußerungsregeln und den damit verbundenen strategischen Interessen? Seine politischen Wirkungen sind unberechenbar und hängen offensichtlich von der politischen Konjunktur ab. Er kann alarmieren und mobilisieren, er kann aber auch langweilen und vielleicht sogar abstumpfen gegenüber realen Augenblicken realer Gefährdung. Der Diskurs durchläuft selbst verschiedene Phasen. Er hat seine Grundlagen in einer grundsätzlichen Überlegung, die vom linken Flügel der Französischen Revolution erstmals geäußert und dann immer weiter vertieft wurde. Die Trennung der politischen Demokratie von der Gesellschaft führt dazu, dass die von Kapitaleignern getroffenen allgemeinen Entscheidungen über die Lebensführung, die Arbeit, den Lebensunterhalt, die Produkte, alle diese Entscheidungen als private gelten. Wenige bestimmen mit ihren privaten Interessen das, was als allgemein gilt. Viele haben den Sachverhalt benannt, dass die politische Demokratie der sozialen Ungleichheit gegenüber gleichgültig bleiben muss. Ich will, weil wir hier in diesem Raum sind, Willy Münzenberg zitieren, nachdem dieser Raum ja benannt ist, der sich wie Walter Benjamin auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in Frankreich 1940 das Leben nahm. Die Demokratie konnte nicht, so schreibt er, verhindern, dass auf der einen Seite die Armut der Massen unerträglich wurde, während auf der anderen Seite die Reichtümer der wenigen sich häuften und sich als Hindernis einer notwendig gewordenen sozialen Umgestaltung erwiesen. In der Nachkriegsordnung etablierte sich eine parlamentarische Demokratie, die vielen in Deutschland von vornherein als restaurativ und paternalistisch galt. Die Gelegenheit, die Verhältnisse neu zu ordnen, sodass die materielle Arbeit nicht mehr als niedrig galt und die Produkte, das Glück und die Muse nicht nur wenigen vorbehalten war, wie Horkheimer es formulierte, war vertan. Da die Menschen eher verwaltet und Abweichung nicht geduldet wurde, sie sich wenig real beteiligen konnten, galt die Demokratie früh schon in den 50er Jahren als bedroht. In den 1960er Jahren, bestand nach einer Welle antisemitischer Anschläge und der Notstandsgesetzgebung großer Zweifel, ob die Demokratie in der Bundesrepublik verankert sei. Der aus der Sicht der materialistischen Staatstheorie hervorgehenden und sie befeuernden Kritik zufolge bleibt die parlamentarische Demokratie dem realen Leben gegenüber, der Logik der Kapitalinteressen, der systematischen Erzeugung von Armut oder der Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen nicht äußerlich und gleichgültig. Vielmehr fördert sie solche Prozesse. Es geht seit Jahrzehnten um Wachstum, Modernisierung oder Wettbewerbsfähigkeit, auch jetzt in der Krise wieder. Konflikte ergeben sich allenfalls daraus, dass die Strategien, diese Ziele zu erreichen, einzelne Eigentümerinteressen verletzen. Die öffentliche Diskussion in Zeitungen oder Rundfunk und Fernsehen ist hochgradig vermachtet. Kritische Information oder Meinung sowie die Lebenswirklichkeit vieler Menschen kommen nicht zur Geltung. Kritisiert wurde immer wieder, dass in den Kanälen der Parteien die Willensbildung von unten vielfach blockiert ist, wenn sie nicht der Regierungsfähigkeit dient. Auch die Parlamente und Fraktionen sind kaum Orte einer deliberativen Willensbildung. Die Abgeordneten kennen die konkreten Lebensverhältnisse derer, die sie repräsentieren sollen, oftmals nicht. Mit etwas Geschick und Anpassung können sie über Jahrzehnte im Parlament verbleiben.
Sie leben von der Politik, nicht für die Politik. Und sie sind deswegen vielfach von den Entscheidungen der Fraktions- und Parteispitzen abhängig. Die Parlamentsvertreter befinden sich immer in dem spezifischen Widerspruch, dass sie als Vertreter von Parteien Interessen vertreten sollen, während sie durch den sakralisierenden Akt freier Wahlen zu Vertretern des gesamten Volkes geweiht werden und nun per se das Allgemeinwohl vertreten. Parteien müssen ihre Meinungskonflikte immer begrenzen, denn sie müssen antizipieren, dass sie trotz eines heutigen Dissenses morgen schon wieder in einer Koalitionsregierung miteinander regieren müssen. Am Ende setzt sich die Rationalität der parlamentarischen Demokratie gegen die Demokratie durch, also eine Rationalität, die im Wesentlichen im Wechsel der Parteien zwischen Regierung und Opposition besteht. Eine These, die Luhmann, den Bob sicher mehr schätzt als ich, ja, aber Luhmann ja vor vielen Jahren sehr energisch vertreten hat. Und die Opposition hat nur Chancen, wenn sie verspricht, die Entscheidungen der Regierung zu akzeptieren und ihre Politik fortzusetzen. Eine Perspektive darüber hinaus eröffnet sich nicht. Anjolis Diagnose von der pluralen Fassung der Einheitspartei gilt in mancher Hinsicht, ich betone das aus meiner Sicht in mancher Hinsicht, bis heute. In der gegenwärtigen Krise scheint es nur die Alternative zu geben zwischen Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, zwischen ÖVP und SP, zwischen Miliband und Cameron, zwischen Sozialisten oder UMP. Am Ende wird so oder so eine finanzmarktfreundliche Politik verfolgt. Schon einige Jahre vor der jüngsten Krise hat Colin Crouch, es tut mir leid, nochmal Colin Crouch, ja, vor dem Hintergrund der Globalisierung und dem Gewicht transnational operierender Unternehmen seine These von der Postdemokratie entwickelt. Ich gehe sozusagen, Crouch ist zitiert worden, also die Fassaden der Demokratie sind intakt, aber im Hintergrund wird alles bestimmt durch global operierende Unternehmen. Doch, wie ich meine, betrifft die Aushöhlung der Demokratie weit mehr. Abbau des erreichten Stands der sozialen Demokratie durch Einschränkung des Sozialstaats, Bedrohung der Gewerkschaft durch Erosion des Tarifvertragssystems oder der Mitbestimmung in den Betrieben, durch Verschlechterung der Gesundheitsvorsorge oder der Bildungsbedingungen. Darüber hinaus könnte man eine lange Liste von Veränderungen im Rechtsstaat ansprechen, Telefon, E-Mail, Fluggastdatenerfassung, der Ausbau der Gefängnisse, die Ausdehnung überlegaler Sicherheitsverwahrung, zunehmende Überwachung des öffentlichen Raums, Geheimgefängnisse, Folterinrichtung von Gefängnisinsassen, ja, staatlich praktizierter Mord mittels Drohnen, mittlerweile regelrecht geführt in der Gestalt von Tötungslisten, ja, im amerikanischen Ministerium. Was aber aus meiner Sicht vielleicht eine der schlimmsten Entwicklungen ist, die Abschaffung des Habeas Corpus in den USA, also die rechtlose Inhaftierung von Personen ohne richterliche Kontrolle und unbegrenzt. Vielleicht die gefährlichste Maßnahme. Neue Sicherheitsstrategien, ja, erlauben es, Individuen polizeilich Risikogruppen zuzurechnen und ihnen präventiv die Grundrechte zu entziehen, sie von Orten zu bannen und ihnen die Teilnahme an Demonstrationen zu verbieten. Einige wissen, das waren direkt betroffen bei der Blockupy-Demonstration vor 2 Wochen. Die theoretischen Begriffe und Beschreibungen dieses kritischen Diskurses zur Erosion der parlamentarischen Demokratie erwiesen sich vielfach als einseitig und unzulänglich. Irgendwie ging es doch immer weiter. Vielleicht war es jedoch gerade diese Einseitigkeit, die zur Mobilisierung von Gegentendenzen, zur Bildung von Dissens und zu einem rebellischen Willen zur Demokratie beigetragen hat. An einem Tiefpunkt der bundesdeutschen Demokratie fand 1966 in Bonn der Kongress Notstand der Demokratie statt, der linksliberale Bürgerrechtler, Gewerkschaften und den Sozialistischen Studentenbund zusammenführte
und ein Katalysator der großen Protestwelle von 1967 und 68 wurde, die einen großen Bewegungszyklus in den 70er und 1980er Jahren eröffnete. Auf die bedrohlichen Anzeichen eines autoritären Etatismus und Sicherheitsstaats reagierten die heftigen Proteste gegen Flughafenausbau oder AKWs. Die neuen sozialen Bewegungen und für einige Jahre auch die Grünen gaben der Diskussion über Demokratie enorme Impulse. Direkte Demokratie, Basisdemokratie, zeitlich befristete und rotierende Mandate, Trennung von Amt und Mandat, offene Wahllisten, stärkere Beteiligung der Mitglieder. Die mangelnde demokratische Selbstbestimmung im Zuge der Vereinigung und die darauf folgende Marginalisierung oder Ausgrenzung sozialistischer Tendenzen hat zur Bildung der Linkspartei beigetragen. Die Pogrome und die Morde an Migranten haben den Anstoß zu einer gut verankerten antirassistischen und Antifa-Bewegung gegeben. Die technokratische Bewältigung ökologischer Probleme führte in Reaktion darauf zu einer Vielzahl von Beteiligungsformen. Konsultative Gespräche, Mediation, Bürgerinitiativen, Bürgerforen, runde Tischen oder Planungszellen. Großbauprojekte wie S21 oder neue Trassen für Überlandleitung provozieren Widerstände. Diese vielen Proteste, die regelmäßig immer wieder entstehen, können sich auf eine breite zivilgesellschaftliche Infrastruktur von Bürgerinitiativen, linken oder feministischen Gruppen, auf Zeitschriften, Projekte, Gewerkschaften oder Bewegungsorganisationen stützen. Seit einigen Jahren spielt auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Unterstützung und Förderung dieser Zusammenhänge eine wichtige Rolle, sag ich jetzt mal pro domo, ja? Ist so. Diese Proteste und ihre Organisationsform unterstützen einen optimistischen Demokratiediskurs, der den Kritikdiskurs seit langem begleitet und selbst aber oftmals affirmative Züge trägt. Denn er legt nahe, dass die demokratischen Institutionen die Kraft haben, sich von innen heraus immer wieder zu erneuern. Einige Stichworte sollen auch dies andeuten. Mit den NGOs wurden in den 90er Jahren neue Akteure identifiziert, die eine Zeit lang als Träger einer kosmopolitischen Demokratie angesehen wurden. Gegen die These von der Individualisierung, Putnam, Bowling Alone, wurde ein breites und vielleicht sogar zunehmendes Bürgerengagement und Partizipationsverhalten festgestellt, die dann auch die sozialmoralischen Grundlagen für Bürgerproteste bilden können. Wie alle die Jahrzehnte zuvor schon, lässt sich aber feststellen, dass viele dieser Beteiligungspraktiken zu einem Bestandteil einer neuen Herrschaftsarchitektonik werden und deswegen in Bewegungszusammenhängen auch immer wieder Gegenstand der Kritik werden. Obwohl diese als Governance bezeichneten Formen der Willensbildung und des Entscheidens viele Bürgergruppen ebenso wie organisierte Interessen einbeziehen kann, wurden die Erwartungen an eine daraus hervorgehende Demokratisierung doch immer wieder enttäuscht. Getröstet wird man in politischen Diskussionen gelegentlich mit dem gottergebenen Bild des Sisyphos. So sei der Mensch nun mal, erreiche das Ziel der Emanzipation nicht, müsse es aber versuchen und sich bescheiden, dass der Stein immer zurückrollt. Aber problematisch ist eben doch, dass das, was für Partizipation gehalten wird, sich vielfach als eine Regierungstechnologie herausstellt, die auch partizipatorische Prozesse vereinnahmt, um in informellen Gremien mit formal nicht legitimierten Akteuren weitreichende bindende Entscheidungen zu treffen. Auf diese Weise hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein umfassendes zivilgesellschaftliches Regierungsdispositiv gebildet, in dem Thinktanks, Lobbyisten, NGOs oder partizipationsbereite Gruppen neben den formellen politischen Gremien in den politischen Prozess einbezogen sind bei der Willensbildung, bei den Entscheidungen und bei der Ausführung. Das begünstigt, wir haben das schon von Birgit gehört, Akteure mit Geld, mit Wissen, mit sozialen Kontakten. Der Protest wird durch Verfahren delegitimiert und aufgespalten, wie in Stuttgart,
in die, die in Verhandlungen eintreten und die, die weiter dagegen halten. Aber das alles ist ja kein leeres Spiel, sondern es wird die Zeit verloren, möchte man mit von Mises sagen, es wird die Zeit verloren, in der die gesellschaftlichen Probleme, die zu den genannten Krisen führen, gelöst werden könnten. Die Erfahrungen mit der Demokratie zeigen, dass sie offensichtlich nicht nur im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gefährdet ist. In ihrer parlamentarischen Form ist sie instabil, weil sie gerade die Kräfte nicht zähmt, die sie offensichtlich fallen lassen, wenn sie hinderlich wird. Es ist zudem nicht sicher, dass die kritischen Analysen zu Korrekturen, Gegenmobilisierung und einer Erneuerung der Demokratie führen. Vielfach dient die populistische Kritik am Parlamentarismus einer neoliberalen Effizienzbewertung, Bertelsmann-Stiftung. Zu viele Abgeordnete, zu teuer, zu wenig effektiv. Also Einschränkung der Parlamente, Reduzierung der Kosten. Vielleicht stellt diese Stufe der Entwicklung doch etwas Neues dar. Wenn Colin Crouch von Postdemokratie spricht, dann verbindet er das auch mit einer düsteren geschichtsphilosophischen Diagnose. Die Demokratie habe ihren historischen Schwung verloren, mit der Globalisierung habe sie nicht Schritt halten können. Wir seien am anderen Ende der Parabel der Demokratie angelangt. Hier entspricht die Dramatik der Warnung keiner Erwartung auf eine demokratische Gegenwehr mehr. Im bürgerlichen Lager haben die Globalisierung, die Wirtschafts- und die ökologische Krise einen Streit um das Selbstverständnis Europas und um die Bedeutung der Demokratie ausgelöst. Aufgrund der Dekolonisierung und dem Ende der Spaltung in zwei gesellschaftspolitische Systeme ist Europa heute erstmals seit Jahrhunderten mit sich selbst konfrontiert und macht die Erfahrung, dass seine ökonomische, politische und kulturelle Vormachtstellung endgültig bedroht ist. Europa und die USA konnten bis vor wenige Jahren glauben, das Ende der Geschichte sei erreicht. Markt- und parlamentarische Demokratie, der Endpunkt jeder möglichen Entwicklung. Margit, wie lange rede ich? Jetzt muss zu Schluss. Jetzt muss ich zum Schluss kommen. Ihr seid meine Freunde, ihr wisst, dass ich gerne lange rede. Ja? Also nein, ich komme dann auch zum Schluss. Der Kampf um Selbsterhaltung stellt die Demokratie also zur Disposition. Die Notwendigkeit zur Transformation, die 1992 in Rio noch im Zentrum der Diskussion stand, sollte nur noch für die osteuropäischen Gesellschaften, nicht für die OECD-Staaten gelten. Ich mache das ganz kurz. Schon in einer Serie von 2008 hat der Spiegel festgestellt, dass unter deutschen Wirtschaftsführern die breite Neigung besteht, die Demokratie in Deutschland als ein Wettbewerbshindernis zu betrachten, weil sie Zeit kostet, zu lange dauert und es eigentlich wünschenswert wäre, das hat auch der damalige Bundesbauminister Tiefensee öffentlich verlautbaren lassen, es wäre schon praktisch, man würde in den Arabischen Emiraten, in Singapur oder China leben, manches würde sich schneller entscheiden lassen. Also wir haben sozusagen eine dramatische Situation, die Demokratie, so würde ich sagen, wird zu einem Normalisierungsdispositiv, in dem Alternativen kaum ein Ort eingeräumt wird und in der tatsächlich demokratische Prozesse auch gar nicht unbedingt gewünscht sind. In so einer Situation mit Spanien vor Augen, Griechenland vor Augen, hat Ulrich Beck vor 2 Wochen im Fernsehinterview gefragt, ob wir uns nicht in einer vorrevolutionären Situation befänden, weil die funktionierenden Fassaden verdeckten, erklärt das Argument von Crouch praktisch um, dass viele Menschen dafür seien, das kapitalistische System abzuschaffen. Vielleicht ist es übertrieben, aber es ist ein Hinweis auf eine Polarisierungsdynamik, die selbst von den parlamentarisch-demokratischen Prozessen selbst nicht mehr überbrückt wird. Der Schlussteil behandelt die Demokratietheorie. Und das wäre jetzt eigentlich das irgendwie abstrakteste, schwierigste Kapitel.
Das will ich jetzt nur kurz noch, angesichts der Zeit, will ich ganz kurz noch die Überlegung darstellen. Gegen Colin Crouch können wir feststellen, dass wir Bewegung haben. Die Linke ist stark, es gibt viele soziale Bewegungen und die völlig verrückte Situation, dass es keine Regierung in Griechenland gibt, die man pressen kann, Seelenmassage machen kann, ja, hat zu der Verwirrung geführt, dass plötzlich über diese Dinge eines Moratoriums, einer Streckung der Schuldenzurückzahlung, darüber, ob das überhaupt sinnvoll ist, neu nachgedacht wird, auch von jemandem wie dem Leiter, der Sprecher der Eurogruppe, Juncker. Wir haben meiner Meinung nach auch eine Dynamik innerhalb der Demokratietheorie, dass wir, und zwar der radikalen Demokratietheorie, die nämlich aus meiner Sicht, wie ich finde, sehr wichtig dazu beiträgt, über die radikal-demokratietheoretischen Konzepte der vergangenen 30 Jahre, die alle ihren Verdienst haben in den Schritten, zunehmend hinauszugehen. Das zentrale Problem, ich betone das, weil das ja ein wichtiges Argument ist von verschiedenen also Theoretikern, die nicht jünger sind, aber jetzt in der jüngeren Diskussion von Bedeutung wurden, das zentrale Problem ist die Reduktion oder die Festlegung von Demokratie darauf, dass es eine staatliche Form ist, eine staatliche Regierungsform, also die Tradition von Aristoteles bis in die jüngste Zeit. Und das hat sozusagen alle Theorien eingeschränkt, sei es die von Jürgen Habermas, sei es die von Chantal Mouffe. Und damit verbinden sich bestimmte Annahmen wie die des Volkssouveräns, der repräsentiert werden kann, der eine kollektive Identität darstellt und dessen Entscheidungen für einen bestimmten staatlichen Raum verbindlich sind. Das ist mittlerweile immer mehr in die Krise geraten, immer mehr kritisiert worden, sozusagen, dass an diesen Argumenten sozusagen gezogen wird und dass also Druck darauf ausgeübt wird, darüber hinauszugehen, weil wir eine komplizierte, reale Situation haben, dass die von unserer Lebensweise und von unserer Entscheidung betroffen sind, weit jenseits unserer staatlichen Grenzen leben, dass diejenigen, die hier als Volkssouverän gelten, keineswegs identisch sind mit denen, die hier leben. Das ist historisch ein Kompromiss gewesen, staatliche verfasste Herrschaftsausübung zu akzeptieren. Aber dieser Kompromiss ist angesichts der Problemlagen gar nicht mehr angemessen. Und da, glaube ich, gibt es einen wirklich wichtigen Punkt. Wenn man sich von dem Begriff der Volkssouveränität distanziert, wenn man die Vorstellung bezweifelt, dass Demokratie und Staat eine Einheit bilden, dann hat der Begriff der Gleichheit, für den Badiou eintritt, als einer der prominenten Theoretiker, bekommt der Begriff der Gleichheit aus meiner Sicht eine völlig neue Bedeutung und eine völlig neue Dynamik. Denn Gleichheit bedeutet, dass alle nicht gebunden an Grenzen, nicht gebunden an Staat und vorhandene politische Institutionen entscheiden, an den Entscheidungen teilnehmen. Und das hat zur Folge, das ist die Konsequenz, dass dann auch über die politischen Institutionen selbst entschieden wird, über den Zuschnitt im Verhältnis von Politik und Ökonomie. Dann liegt die Gleichheit gleichsam quer zu den Traditionen und zu den Trennungen, die wir seit 200 Jahren als fest etabliert in unseren Gesellschaften kennen und die dazu beitragen, dass wir viele Probleme nicht lösen können, dass viele Probleme sich Jahr für Jahr immer wieder einstellen und die uns sozusagen, wie kann man sagen, uns in eine maximal unfreie Situation bringen. Weil wir nämlich ständig unsere Zeit, unsere Lebenszeit verteidigen müssen gegen die Machtzumutung anderer. Weil wir ständig kämpfen müssen gegen etwas, was wir nicht in Freiheit und freiwillig gewählt haben. Und das ist, glaube ich, die schlimmste Form von Usurpation. Die Verfügung über unser Leben, selbst dann noch,
wenn wir dagegen kämpfen, wie wir beherrscht werden. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und